Wir haben gestern überraschend Besuch bekommen von einer unserer Gartennachbarinnen hier aus dem Kleingartenverein. Die hat uns Triebe von der, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, amerikanischen Trompetenpflanze, Trompetenbaum, Trompetenbusch. Klettertrompete. Klettertrompete, amerikanische Klettertrompete geschenkt, weil sie nämlich in unserem Video zuletzt gesehen hat, dass wir die so toll fanden. Und da hat sie uns eben zwei Ableger gegeben und eine kleine Wurzel davon ausgegraben. Die sieht ein bisschen mickrig aus, aber die müssen wir auf jeden Fall heute noch eingraben, sonst wächst die, glaube ich, nicht mehr an. Und wir haben auch schon einen tollen Platz dafür gefunden. Und zwar soll das hier an diese Wand und dann da schön hochranken. Und dafür bedanken wir uns bei Silana. Vielen lieben Dank. Hallo und herzlich willkommen in unserem Kleingarten in Berlin-Pankow. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, und wir sind mal wieder fleißig am Arbeiten. Bevor es losgeht in dieser Folge, haben wir eine Bitte. Wir brauchen nämlich eure Unterstützung. Wir möchten, dass unser Kanal weiterhin wächst und deshalb würden wir uns freuen, wenn du heute unter dieses Video einen Kommentar schreiben würdest. Und neben einem solchen Kommentar freuen wir uns auch über einen Daumen nach oben. Und ja, ich bin natürlich nicht alleine im Kleingarten. Mit mir ist Tim heute auch da und der ist fleißig am Arbeiten. Tag! Ja, wir setzen ja das Wildbeet um und ich versuche das jetzt hier so ein bisschen zu modellieren und das Erdreich festzutreten, was mir selbstverständlich etwas schwerfällt, weil ich sehr petit bin. Aber es geht voran. Ich habe das ehrgeizige Ziel gefasst, dass es von der Struktur dann am Ende des Wochenendes stehen soll. Und wir können euch ja dann zeigen, ob das geklappt hat oder nicht. Ich bin noch ein bisschen am Zweifeln, aber höchst motiviert. Also drückt mir die Daumen. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt und höchst motiviert. Schon vor ein paar Wochen hatten wir eine effektive Planungssitzung. Wir planen verschiedene Sachen. Vier, um genau zu sein. Ja, wobei ich gerade echt nur von zweien im Bilde bin. Zwei Sachen, von denen ich weiß, ist eine sehr, sehr große Sache, die uns noch bevorsteht und eine mittelgroße Sache. Und zwei weitere Sachen, von denen Tim eigentlich auch weiß, aber die hat er verdrängt. Eine hat er wirklich verdrängt, weil er die nicht möchte. Und die zweite haben wir eigentlich schon mal geplant, aber die ist noch, ist wieder irgendwie ein bisschen Dann verrate mal. Na, das eine ist die Pergola, die magst du ja eigentlich auch, die Idee. Und ich weiß das andere noch. Ja, was ist das andere? Das Gewächshaus. Genau. Ja. Das 12 Quadratmeter Gewächshaus. Was Tim halt einfach verdrängt. Immer wenn das Wort Gewächshaus fällt, dann wechselt er einfach das Thema. Also, wir wollen unseren wunderbaren Teich vergrößern. Und diese Wanne rausnehmen. Es gibt dort diese fertigen Wannen. So eine ist jetzt da drinne. Das ist okay. Das kennen viele. Wir wollen den aber noch größer machen. Diese Wannen sind relativ teuer und wir wollen auch so ein bisschen frei formen. Und deswegen wollen wir das so mit Folie machen und eventuell ein schönes Brückchen darüber. Also das ist das mittelschwere Vorhaben, würde ich mal sagen. Und das größte Vorhaben von allen ist halt unsere Laube. Weil uns die so überhaupt gar nicht gefällt von innen, von der Nutzung. Wir sind auch wirklich kaum drinnen, nur wenn es regnet mal und wir uns kurz unterstellen müssen. Aber dann setzen wir uns da noch nicht mal hin, sondern bleiben alle irgendwie stehen im Eingangsbereich. Da muss man aber dazu sagen, wir können auch einfach gar nicht da rein, weil die im Moment immer noch ziemlich zugemüllt ist. Wir haben noch zwei alte Couches da drin, die einfach raus müssen und noch so eine Schrankwand, die auch noch da ist. Also wenn irgendjemand eine Couch und eine wunderschöne Schrankwand braucht, dann bitte melden. Die beiden Couches sind gar nicht so schlecht. Also ja. die sind in einer guten Qualität. Die haben halt einfach einer älteren Dame vorher gehört, die sie scheinbar nicht benutzt hat. Aber sie sind halt Schlaf-Club-Couches. Genau. Und die sind einfach nicht so ganz unser Stil. Die sind einfach bumshässlich. Sie gefallen uns nicht so gut. Genau. Und man sieht auch die Umrisse von der alten Frau auf beiden Couches. Und Tim hat sich da einfach ein bisschen. Ich würde sie ja behalten. Ich finde die eigentlich ganz gemütlich. Wir wissen nicht, wie lange die alte Frau da lag. Vielleicht auch nicht mehr im ganz lebendigen Zustand. So, also wir haben gedacht, der erste Schritt ist jetzt erstmal, wir werden das ganze Ding komplett entrümpeln und dann werden wir uns jemanden suchen, der uns beraten kann, was muss da eigentlich an Wänden drinne bleiben, was ist da tragend, was könnte man eventuell baulich verändern und dann gucken wir, was das eventuell kostet und dann schauen wir weiter. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal der Plan, Schritt für Schritt. Ja. Aber erstmal beginnen wir mit dem Teichumbau.
So, und bei uns stehen ja ganz neue Projekte auf dem Programm. Wir haben euch ja die letzten Male gesagt, dass wir hier anfangen, unseren bestehenden Teich zu erweitern. Hier ist ja so eine Schale drin und Tim gräbt hier schon die Erweiterung übers alte Erdbeerfeld und hier soll dann entsprechend eine Folie reingelegt werden. Nicht wahr, Tim? Genau. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie du dir das vorgestellt hast. Wie ich mir das vorgestellt habe. Wir machen jetzt erstmal hier den neuen Teil, soweit es geht. Dann holen wir irgendwann die alte Wanne da raus, nicht irgendwann, möglichst zeitnah, wenn wir dann auch die Plane besorgt haben. Und dann wird das mit Plane ausgelegt, bepflanzt, befüllt und dann sieht es hoffentlich gut aus. Und das Ganze soll dann auch ziemlich bald, jo, jetzt im Herbst irgendwie noch abgeschlossen sein, ne? Also noch, ja, vor Herbst, jetzt in den nächsten 2 Wochen, oder? Ja, dann ist ja auch Herbst. Ja. Sehr schön. Pass auf, dass du da nicht auf irgendwie eine Abwasserleitung stößt oder so, ne? Dann ist es halt so. Heute ist so ein wunderbar sonniger Tag, da macht die Arbeit im Garten doppelt so viel Spaß. Nicht wahr, Tim? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich gehe mit euch nochmal ins Hochbeet, denn wir wollen hier noch ein paar Sachen ernten und Jungpflanzen einbringen, neu ins Hochbeet. Da hatte Martin ein paar Sachen vorgezogen und die gehen heute ins Hochbeet. Aber bevor die hier reinkommen, haben wir hier schon ein paar... was sind das hier, irgendwie so Rübchen oder bunte Beete? Ich kann es gar nicht so genau sagen. Hier ist ja schon mal Mangold abgeerntet worden. Hier sind auch so einzelne Rübchen. Das nehme ich jetzt alles raus. Das ernten wir einfach. Da kommt nicht mehr so viel. Und nachdem das dann gleich alles geerntet ist, werde ich hier ins Hochbeet nämlich noch Lauch auspflanzen, den Martin, wie gesagt, vorgezogen hat. Und bevor ich den aber hier auspflanzen kann, müssen wir den vereinzeln. Der ist nämlich in so Pflanztöpfen erstmal. Hier sind so rote Beete, die so ganz schön mickrig aussehen, weil sie auch sehr dicht waren und vor allem, weil irgendwie alles schon oben frei lag. So, und jetzt bin ich hier beim Lauch, beim Porree. Und der wird dann hier in dieser Schüssel mit klarem Wasser einfach, wie sagt man, vereinzelt, ja. Und dann können wir die einzelnen schönen Porree-Pflänzchen nämlich auspflanzen. 1, 2. Ja, da bin ich mal gespannt, wie wir die hier schön im Boden verarbeiten können. So, nachdem wir, beziehungsweise ich jetzt, den Lauch hier in die Nähe des Mangolds gepflanzt habe, die Pflänzchen sehen ein bisschen traurig aus, aber sie sind ja auch gegossen, also ich hoffe, die stellen sich jetzt gleich wieder auf, haben wir immer noch Pflänzchen übrig und die gehen hier ins große Hochbeet rein. Da habe ich ja ein bisschen aufgeräumt, da haben wir hier Sellerie geerntet, rote Beete und dann auch noch mal so eine bunte Beete hier, die gerade vom Kohlweißling attackiert werden. Und ich habe die rote Beete, die hier sehr nah beieinander standen und ja, sehr weit draußen war, die Knolle, die habe ich wieder tiefer reingesetzt. Und zwischendrin kommt jetzt entsprechend dann der Lauch rein. Wir haben euch ja gefragt, was wollt ihr wissen? Auf Instagram, ne? Genau. Genau. Und da sind ein paar Fragen gekommen und die gehen wir jetzt mal durch. Schön. Durch? Freue ich mich, ja. Ja. Stimmt es, dass Robert Hundetrainer ist? Also, das ist, ja, tatsächlich habe ich 10 Jahre lang selbstständig als Hundetrainer und Dogwalker gearbeitet.
Ja, jetzt aber nicht mehr, von daher. Aber du hast auch so richtig, ne, Agility heißt es, also wo man wirklich dann mit Hunden so Hindernislauf macht und so weiter. Genau, so das fort. Hat jetzt aber mit dieser Hundetrainergeschichte nicht so viel zu tun gehabt. Naja, aber das ist... Da ging es eher um Verhaltensberatung, ja. Therapie und so, ne? Wie kann man eingefahrene Strukturen verändern? Ich bin kein Hund. Nicht wahr? Also ich habe da Erfahrung und das kann man auch auf viele Menschen anwenden. Aber welche Geschichte ich total süß... Süß finde. Pfui! Beim Agility. Hör auf! Dass du mir mal erzählt hast, dass du natürlich dann mit deinem Hund auch bei so Wettkämpfen teilgenommen hast. Und dass du aber so nervös vor jedem Wettkampf warst, dass sich das auf deinen Hund übertragen hat und in Proben immer alles gut lief und der Hund dann durch dich so nervös war, dass eigentlich nichts geklappt hat. Und das hast du lustig gewonnen. Das fand ich irgendwie lustig, weil ich kann mir das so gut bei dir vorstellen. Mhm. Als ich damals 12 war, habe ich halt geheult nach den Veranstaltungen. Danke, lieber Tim. So. Schöne Grüße auch an alle Agility-SportlerInnen, die dieses Video jetzt schauen. Ich bin eigentlich gar nicht viel kleiner als Robert, aber ich habe den kleineren Stuhl bekommen. Das sind so psychologische Spielchen, glaube ich. Wer von euch ist eigentlich reiner Veganer und was hat dich euch dazu bewegt? Also Martin und ich, wir sind reine Veganer. Der Tim, der isst auch mal Fleisch. Richtig. Aber auch nicht so viel mehr, Nicht so viel. Ja. Nee, nicht so viel. Ansonsten die Frage, was uns dazu bewegt hat. Also Martin und ich machen das jetzt seit ziemlich genau 2 Jahren und sind da von einer Freundin so angeregt worden. Woher kommt ihr ursprünglich? Genau, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern ursprünglich. Genau. Ich komme aus Hessen, aus dem wunderschönen Frankenberg, kann ich nur empfehlen. Tolle historische Altstadt, ist in der Nähe von Marburg, Unistadt. Oder Martin kommt aus Thüringen. Das jetzt auch nochmal nachgeliefert. Dann kommt hier die Frage, woher kennt ihr euch? Das könnten wir jetzt nochmal in epischer Breite erzählen, haben wir aber schon gemacht im Tausender-Video. Und das ist der Moment, wo du immer nach oben zeigst und sagst, ich verlinke euch das mal. Es wird verlinkt. Ja, ich weiß nicht, wohin ich zeigen muss, aber es wird verlinkt. Ich weiß es auch nicht gerade. Was war ein Misserfolg und was war ein Erfolg, wenn es um Gemüse geht? Ich würde nichts als Misserfolg bezeichnen, weil wir Erfahrung gesammelt haben. Und natürlich haben wir von Anfang an gedacht, als wir im Februar angefangen haben, diesen Garten zu gestalten, dass wir möglichst hohen Ertrag rauskriegen wollten und möglichst viel zu essen aus diesem Garten bekommen wollten. Aber es gab Sachen, die einfach gar nicht funktioniert haben, wie unsere Melonen, die zum Anfang, die Wassermelone, die jetzt auch noch dann irgendwie so groß geworden ist bisher. Und dann kamen die Schnecken so. Ja, dann war es vorbei. Ganz viel war bedingt durch die Schnecken, also junge Pflanzen, die weggefressen worden sind. Aber dementsprechend. Oder durch euch. Oder durch uns, genau. Nein, aber das waren ja dann eher die Erfolge. Also, wir hatten einen super tollen Blumenkohl, so einen grünen. Und jetzt ist noch ein zweiter, so ein lila Blumenkohl. Auch wenn das nur lila. Sagst du lila? Nein, lila habe ich gesagt. Du hast lila gesagt. Nein, habe ich nicht. Schau das nochmal an, du hast lila gesagt. Du müsstest auch mal wieder duschen, ne? Das sagt man in Hessen, so duschen mit Doppel-SCH. Ja. Zum Glück haben wir noch kein Glatteis. Also, das ist. Das ist schon so, dass wir viele, die Erfolge jedes Mal, wenn du irgendwas erntest und ich glaube, der größte Erfolg doch, was mich auch geflasht hat, war der Rhabarber. Wann macht ihr euer erstes Challenge-Video? Ihr wisst ja, ich mache ja vieles. Der liebe Robert und der liebe Martin, die zieren sich dann hier und da ein bisschen. Deswegen würde ich mich total freuen über so eine Challenge. Macht gerne Vorschläge, auch gemeine Vorschläge. Super, das war die letzte Frage. Vielen Dank dafür. Ihr könnt natürlich jederzeit auch unter dem Video in den Kommentaren eine Frage oder Fragen an uns stellen. Bei Instagram machen wir auch immer mal wieder so Frage-Antwort-Runden. Und wenn ihr da direkt auch eine Antwort bekommen wollt, ja, dann folgt uns doch auf Instagram. Ist natürlich verlinkt. So, und dann beginnen wir hier mal mit einem Gartenrundgang. Letztes Mal gab es keinen. Und zwar beginnen wir hier vorne mit den Tomaten. Die sind ganz schön ausgelichtet. Ja, auch uns hat die Kraut- und Braunfäule erwischt. Ja, das, was hier dran hängt, auch hier, sieht nicht gut aus. Der Großteil der Pflanzen ist auch schon nicht mehr vorhanden, ist auch schon weg. Ist schade, aber gut, da sind wir nun nicht die Einzigen, die das trifft dieses Jahr. Und ja, hier vorne das Blumenbeet ist noch schön am Blühen. Es ist immer noch Zeit, hier mal Unkraut zu jäten, aber das kommt dann auch ganz bald. Weiter geht's mit dem
nicht Grünkohl, sondern den Süßkartoffeln, sehen gut aus. Wir sind wirklich, wirklich sehr gespannt, was hier ja so im Oktober wahrscheinlich für uns da so bereitsteht. Ja, Zucchini sehen nicht mehr so gut aus. Ja, wir hätten hier wahrscheinlich die Pflanzen ausdauernder gegen den Mehltau behandeln müssen. Ja, muss man aber nicht machen. Wenn man das nicht tut, dann ja, hat man halt einfach weniger Erträge. Und damit haben wir jetzt in diesem Jahr auch leben können. Da gab es andere Sachen zu tun und zu ernten. Hier ist aber noch eine Pflanze da hinten, wo noch ja, drei Zucchini dran sind. Ansonsten sind die anderen derzeit so eher mau. Aber wie gesagt, alles halb so wild. Da ist dann hier vorne noch ein Kürbis, ein Delicious Green. Der hat sich unten eine Schnecke dahinter, wie man vielleicht sehen kann. Hier, ja, da ist wieder so eine braune. Der hat sich jetzt auch nicht mehr sehr viel entwickelt. Da ist auch der Mehltau dran. Von daher werden wir den wohl jetzt auch ernten können oder müssen. Und dann sehen wir hier Grünkohl. Ja, der sieht echt schön aus. Und der ist auch schon so weit, dass wir den geerntet haben und jetzt auch demnächst weiter ernten. Unsere Paprika hier, super schön. Die haben wir als Jungpflanzen gekauft, meine ich, oder von Marvin bekommen. Ich will jetzt nicht lügen, also sage ich lieber nichts. Was wir aber gekauft haben, allerdings als Paprika gekauft und was sich dann als etwas sehr Scharfes herausgestellt hat, sind diese Paprika laut Verpackung. Eher Chilis, die sind scharf, schweinescharf, haben wir auch schon probiert hier. Aber Chilis ist auch das gute Stichwort. Hier sind noch mehr kleine, große, unterschiedlichste. Und dann kommen wir hier zu den Tomatillos. Die Tomatillos sind immer noch schön am Wachsen. Die sind auch super lecker. Wie gesagt, ich habe sie vorher nicht gekannt. Klar, Physalis ist mir ein Begriff gewesen oder uns, aber Tomatillos so an sich nicht. Die sind sehr lecker. Wir haben dann bisher noch gar keine Salze oder irgendwas mitgemacht, sondern wirklich die direkt so vom Busch gegessen zum Beispiel. Martin hat damit aber auch schon mal eine Soße gemacht. Das erinnere ich noch. Ja, dann gucken wir hier mal gleich, schwenken wir direkt mal zum Brokkoli. Und der sieht auch gut aus. Ja, teilweise, wie man da hinten sieht, sieht geschossen, finden wir aber nicht weiter schlimm. Wir versuchen hier auch der Natur nahe zu gärtnern und dementsprechend freuen sich da auch Bienen und andere Insekten drüber und wir können dann auch Saatgut davon nehmen. Ja, was hier noch richtig schön ist, ist diese Sonnenblume. Die blüht noch schön. Hat eine tolle Farbe. Nächstes Jahr soll es mehr geben. Ich habe da ein tolles Video gesehen. Unsere Melonen, also hier die Wassermelone, ist, ja, da sind ein paar Ansätze, aber da passiert einfach mal gar nichts. Es hat so viel geregnet und so wenig Sonne geschienen die letzte Zeit. Also da haben wir keine große Hoffnung mehr. Martin schon. Dann hier die Auberginen, die Femke aufgezogen hat. Unheimlich viele Fruchtansätze. Also das ist richtig, richtig, richtig schön. Da freuen wir uns schon drauf. Und ich habe in diesem Pflanzsack, weil ich die Pflanzsäcke so cool fand, einfach nochmal, weil ich ja heute sondern den Lauch, den Porree ausgesät habe, habe ich zwei Stück hier einfach mal in den Pflanzsack reingemacht. Das war irgendwie so viel. Ich habe die gar nicht alle in die Erde gekriegt. Zum Beispiel hier zwischen diese Auberginenpflanzen, diese Turkish Orange zum Beispiel und Little Green, glaube ich, ist da auch bei. Hier ist also auch zwei Lauchporree-Pflanzen zwischen zwei Stück und diese anderen Auberginen. Ach, jetzt kommt hier auch ein Fruchtansatz. Wie schön. Das ist auch mal schön. Habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Kommt noch einer. Ja, die anderen sehen halt eher mau aus. Vielleicht hängt es auch mit dem sehr verdichteten Boden zusammen. Habt ihr Tipps gegen einen stark verdichteten Boden? Abgesehen von den Leguminosen. Ich weiß den Fachbegriff gerade nicht, also zum Beispiel Erbsen, Bohnen und so weiter und so fort mit diesen Knöllchenbakterien an den Wurzeln. Haben wir jetzt hier diverse eingesetzt, vielleicht ist es dann nächstes Jahr besser. Und wir wollen es auch ausprobieren. Tipp kam von Marvin und von einem anderen Garten-YouTube-Kanal, ist die Broad Fork, glaube ich, heißt sie. Mal schauen, vielleicht probieren wir das aus. Broad Fork, stelle ich mir auch die Frage, um den Boden zu lockern, macht man das im Frühjahr, macht man das schon im Herbst, wenn man die Kulturen raus hat? Wer es weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Weiter geht's mit der nächsten Aubergine, die Ansätze hat, jetzt ziemlich spät erst bekommen, aber sie kommen. Und wenn hier die Bohnen vielleicht auch weg sind, dann kommt hier auch noch mehr Luft dran. Hier werde ich auch noch mal nachdüngen. Die sind ziemlich klein, aber auch eine Sorte, die wir von Marvin bekommen haben. Sehr schön.
Auch sehr schön hier der Rotkohl, sehr schön zerfressen vor allem, ja. Wobei dieser hier natürlich, ach, der ist bildschön. Da werde ich nachher mal ein Foto von machen müssen, weil der sieht halt wirklich richtig gut aus. Dann haben wir hier noch den Mais stehen, den Martin später ausgesät hatte. Mal gucken, was da noch so passiert. Hier war der lila Blumenkohl, den wir letzte Woche geerntet haben. Ganz schön cool. Und hier habe ich jetzt in dem Beet, wo das Netz drüber ist, was ich nachher auch wieder drüber machen werde, damit die Vögel da nicht an den Mangold gehen. Seitdem der Mangold geschützt wird vor den Vögeln, sieht man, ist das, sehen die auch viel, viel besser aus. Jetzt hier noch mit drin diese kleinen Stängelchen, wie man sieht, Lauch. Ja, der sieht ganz schön traurig aus, aber ich hoffe mal einfach, dass der jetzt hier, ich habe den schön gegossen, dass der dann auch wieder anwächst. Weil der ist vorhin aus den Töpfchen gekommen, habe ich den vereinzelt und jetzt sollte das wohl auch funktionieren. Oder habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ich hoffe nicht. Dann, ja, wir sehen hier auch einen Mangold, der da unter dem Netz geschossen ist. Das ist aber auch in Ordnung für uns. Wir haben Mangold auch noch im Hochbeet. Apropos Hochbeet, hier sind Chilis drin, unterschiedliche, zwei Stück. Dann die Kapuzinerkresse. Und ja, hier in der Mitte hat Martin auch was ausgesät. Ich habe vorhin mit ihm telefoniert. Der ist nämlich heute nicht im Garten. Und der wusste jetzt nicht mehr genau, was da ausgesät ist. Aber da sind Sachen ausgesät. Genau wie auch hier. Und ja, ihr könnt es wahrscheinlich schon erkennen, das, was hier ausgesät ist, ist zum Großteil auch von Schnecken abgefressen. Jetzt habe ich aber die Woche, es hat nämlich sehr viel geregnet wieder, da von diesem biologischem Schneckenkorn reingemacht, also sprich das, was auf Duftbasis arbeitet, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, habe es einfach reingeworfen und seitdem halten sich die Pflanzen. Mal gucken, was das bringt, was es wird. Dann sehen wir hier das alte wilde Beet, schon zum großen Teil abgetragen. Da hinten war ja dieser Hügel, wenn ihr euch erinnern könnt. Hallo Lotti. Und hier vorne auch dieser Steingarten. Das wandert ja alles nach drüben in dieses neue Projekt, weil hier möchten wir unser Gewächshaus hinbauen. Ja, das wird nochmal ein richtig großes Projekt. Ob wir das in diesem Jahr schaffen werden, das wissen wir nicht. Aber wir schauen einfach mal. Dann geht es hier in der Ecke weiter mit dem weiteren Green Delicious. Da kommt auch nicht mehr viel, der kann dann wohl auch geerntet werden. Die Pflanze ist durch, sieht man in den Blättern auch. Da passiert nicht mehr viel, keine Blüten mehr dran. Und hier die Süßkartoffel, die ich im Baumarkt bestellt hatte und dann doch noch geworden ist. Also von 6 Pflanzen hat eine überlebt. Sieht nicht sonderlich gut aus, farblich auch nicht, wurde ganz viel gedüngt, hat scheinbar oder hat vielleicht doch nicht was. Wir müssen es mal gucken, was da wirklich dann zum Schluss in der Erde an Süßkartoffeln doch noch ist. Vielleicht sehen wir das auch völlig falsch. Die sieht halt so krepelig aus und das, was da drunter ist, die Knollen, sind dann großartig. Wir werden es sehen. Auch wie das große Süßkartoffelbeet werden wir im Oktober vor dem ersten Frost ernten. Ja, dann haben wir hier eine der süßesten Pflanzen bei uns im Garten. Das ist die kleine süße Lotti, die kleine Griechin, die uns jetzt hier seit Februar auch im Garten begleitet. Nein, sie begleitet uns natürlich schon länger, also Martin und mich, aber hier im Garten seit Februar begleitet und das hoffentlich auch noch lange tut. Und dann geht es weiter mit diesem Bereich. Ja, hier in diesem Bereich des Gartens sieht es gerade ein bisschen wüst aus, denn wir wollen ja den wilden Bereich von dort drüben hier rüberholen und dementsprechend haben wir schon ganz viel Aushub aus dem neuen Teich jetzt hierher geschafft und es wird jetzt hier angeordnet, denn Tim hat, das plant das hier wieder, wie da drüben auch, hat hier die Idee, dass wir so einen kleinen Hügel haben, damit das Ganze ein bisschen dreidimensional wirkt. Ja, hier am Hochbeet angekommen, was hier immer noch schön am Wachsen ist, ist der Mangold. Wir haben da euren Tipp berücksichtigt. Wir haben den nicht komplett geerntet in aller Regel, sondern erstmal die äußeren großen Blätter und das werden wir auch heute tun. Ich habe ja erzählt, dass ich hier die rote Beete vereinzelt habe und hier dann ein bisschen freier gestellt habe und die Knollen wieder tiefer ins Hochbeet eingearbeitet habe. Ja, ansonsten sieht es bei unseren Kohlrabis ganz mau aus. Da sind ganz viele kleine, die irgendwie so gut wie nichts sind. Eine etwas größere von diesem Durchmesser können wir hier schon sehen. Ansonsten habe ich auch heute hier auch noch Lauch gesteckt, den Martin bei uns zu Hause vorgezogen hatte. Ja, und vom Hochbeet geht es dann weiter. Wir hatten diesen Blühstreifen eingerichtet um unseren Apfelbaum herum. Und der sieht immer noch
ganz schön schön aus für Spätsommer. Also hier sind immer noch auch Bienen unterwegs, wie man sehen kann. Sehr schön, da freuen wir uns sehr drüber. Auch noch einige Sonnenblumen, die noch nicht mal offen sind. Und genau, dann haben wir, wir haben jetzt seit dieser Woche einen neuen Grill, also zusätzlich, weil der andere war ein bisschen klein und den haben wir gebraucht, günstig bekommen. Vielen Dank, Hendrik. Und dann hier zum Abschluss nochmal das Thema Teich. Hier warten wir derzeit auf einen Termin für eine Beratung in einem großen Baumarkt. Ja, weil wir uns dann nochmal schlau machen wollen und dann wird ja dieser Teich, der wirklich wunderschön ist, vergrößert in diesem Bereich. Und wenn ich den Teich sehe nochmal, es ist also für diese Größe wirklich ein wirklich sehr schöner Teich. Da fällt mir ein, die Zeit, als wir den Garten übernommen haben, die ersten Wochen und hier auch, ja, auch einige Leute hatten, die gesagt haben, also mit diesem Teich, das wird absolut gar nichts werden, weil wenn da die Sonne mal zwei Tage drauf scheint, dann ist der quasi ausgetrocknet. Wir hatten auch ein paar heiße Tage und er ist nicht ausgetrocknet, weil darum natürlich einfach mal super viel Pflanzen gewachsen sind, schützen auch die Seerose hier, schützt natürlich vor Austrocknung. Da sind auch immer noch eine Blüte, die man da hinten sehen kann, die noch nicht verblüht ist, ganz hübsch, wunderschön. Und dann ist dieses Schilf hier drin und wir haben ja zusätzlich noch den Bambus gepflanzt. Wäre gar nicht nötig gewesen wahrscheinlich, aber ja, das Ganze ist ein toller Bereich hier im Garten, den wir wie gesagt ausbauen wollen und ja, da freuen wir uns tierisch drauf. So, liebe Leute, wir sind am Ende des Wochenendes angekommen und am Ende dieses Videos und am Ende meiner Kräfte. Das ist hier dann doch ein bisschen arbeitsintensiv geworden, was ja auch okay ist. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir haben ja bald hier ein Saisonabschlussfest in der Gartenanlage. Habt ihr sowas Ähnliches? Ist für euch die Saison jetzt bald beendet? Seid ihr noch länger im Garten? Was macht ihr eigentlich im Winter in euren Gärten? Würde uns auch mal interessieren. Für uns ist das ja alles noch neu, also auch der erste Winter im eigenen Garten. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir antworten drauf und freuen uns auf hilfreiche Tipps. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir wünschen euch alles Gute und wir sehen uns nächste Woche.